Was soll denn der Quatsch jetzt? Warum ist hier nur so ein Standbild? Hä? Ach so. Das ist theoretisch das Ding vom Intro. Also vor dem Intro von der Abmachershow. Hier ist jetzt eigentlich so eine Geschichte, so ein Countdown. Vielleicht auch so eine kleine Grafik. Nee, so eine Animation, die einem gleich sagt, so, hey, mit dem Stream geht's gleich los. Und irgendwann, wenn sich hier vor diesem Bild mehrere Leute versammelt haben, ich das Ganze auch wahrnehme und ich denke, ja, okay, zwei Leute, mit zwei Leuten, ja, mit zwei Leuten kann man auf jeden Fall mal, also für zwei Leute kann man auf jeden Fall mal eine Show machen, dann würde plötzlich das passieren. Und dann würde man mein äußerst unrasiertes Gesicht sehen. Und dann würde die Show beginnen, die Amacher-Show, in der verschiedene Gäste einen gemütlichen Abend hoffentlich haben werden. Auf einen der Stühle, die hinter mir sind. Und das würde dann ungefähr so aussehen. Ich würde auf die zweite Kamera klicken. Dann würde sich mein Gesicht natürlich immer noch hier befinden, aber der Gast würde auch eingeblendet werden. Und das würde dann eventuell so aussehen. Natürlich bräuchte man dafür dieses Mikrofon, was ich in der Hand halte, weil ohne Mikrofon lässt sich schlecht ein Interview führen. Und ja, wenn ich jetzt nicht der einzige Gast hier bin, dann könnte ich theoretisch auch auf diesen Knopf drücken. Und dann kann ich auch mit diesem Mikrofon wunderbar meine Stimme wiedergeben lassen im Stream bzw. in der Abmachershow. Wenn jetzt beide Parteien auf diesen Sitzen irgendwie super Interessantes zu erzählen haben und man müsste unbedingt meine Reaktion darauf hinsehen, ja, dann kann ich natürlich auch einfach diesen Knopf drücken. Dann seht ihr jetzt ein großes Mikrofon ohne ein Jamie, der davor sitzt. Aber in der Theorie hätte man jetzt drei Gesichter auf einmal. Und das war die Abmachershow. Das war natürlich nicht die Abmachershow. Die Abmachershow, die hat noch viel mehr zu liefern. Zum Beispiel könnte man Langeweile bekommen. Und wenn man Langeweile bekommt, dann weiß man als Kind, sich relativ schnell zu beschäftigen. Und was macht man dann? Genau, man spielt etwas. Und naja, man könnte zum Beispiel sowas hier spielen. Ladies and Gentlemen. Und plötzlich wäre man in einem Quiz, wo eine Kamera fehlt. Deswegen bin ich ja natürlich noch in der Vorbereitung. Ich bin immer noch nicht ganz fertig. Die Kamera. Warum auch immer sie nicht da ist. Also sie gehört eigentlich dahin, aber naja, gut. Hier könnte man jetzt theoretisch ein Quiz mit den Gästen spielen, die unten in den kleinen Bildschirm angezeigt werden. Man könnte das Glücksrad drehen, was hier jetzt kein Glücksrad darstellt, sondern halt einfach random den nächsten Spieler auswählt,
denn es ist ja ein Quiz und in einem Quiz muss mal der eine oder die andere Person eine Frage beantworten. Wenn Fragen beantwortet werden, dann werden die natürlich von mir erstmal gestellt und von den Gästen beantwortet. Das könnten in dem Falle jetzt hier Markus oder Lorenz sein. Oder aber bei dem einheitlichen Grau beide zusammen sein. Und dann ist er ja noch so eine komische Ocker-Gold-Farbe. Ganz schmaler Streifen da oben rechts. Dazu komme ich gleich. Wenn man eine Frage von mir gestellt bekommt und diese Frage richtig beantwortet wird, ja, dann blüht einem eigentlich nichts Schlimmes. Und das ist ein Grund zur Freude, denn der Gegenspieler muss dann auf jeden Fall einen Shot trinken, während er im Spotlight sitzt. Also, ne, ich denke, ihr versteht das Prinzip. Im Spotlight sitzen und schön was trinken. Wenn man Fragen falsch beantwortet, oder aber wenn man eine Frage richtig beantwortet, darf man natürlich den Gegner trinken lassen. Bei der zufälligen Entscheidung kann es natürlich auch sein, dass das Glücksrad auf dem Feld zusammen stehen bleibt. Dann müssen natürlich beide trinken. Quatsch. Das machen die nämlich auf dem gelb-goldenen, ockerfarbenen Teil. Beim Zusammenfeld. Dort werden dann beide Leute gleichzeitig befragt und das Ganze natürlich auf Zeit. Ganz einfaches Spielprinzip. Die Fragen, die werden ausgefuchst. Da habe ich schon so eine kleine Sammlung parat. Sollte man jedoch von so einer Spielerei einfach irgendwie gelangweilt sein und lieber back to the roots, back zur Konsole, dann habe ich hier so einen Knopf, den kann ich drücken. Und dann kommt das hier. Jetzt sehen wir leider nur einen schwarzen Bildschirm und schon wieder eine fehlende zweite Kamera. Ihr dürft euch das so vorstellen, jetzt wo es schwarz ist, findet sich eine PlayStation 4 im Livestream, die über zwei Controller natürlich bespielt wird von unseren Gästen. Eventuell spiele ich auch mit. Mal schauen. Wenn einem das aber auch wieder alles zu langweilig ist, dann gibt es was ganz Wichtiges gegen Langeweile. Und das sind die News. Hallihallo, meine Lieben. Neuigkeiten in Musik und Film? Die gibt es später. Später in der Abmacher-Show. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall nur das Beste. Und vor allem einen guten Tag. Ja, so einen Quatsch habe ich mir auch noch ausgedacht. Eventuell werde ich aber vielleicht gar nicht diese Nachrichten moderieren. Vielleicht macht das ein altbekanntes Gesicht oder eine altbekannte Stimme. Ja. Ich glaube, damit hätte ich jetzt auch alles, was ich hier so präsentieren könnte. Ich hoffe, das ist etwas, was euch unterhalten könnte. Das ist ein ganz grober Anfang. Es gibt noch viel mehr Ideen, unfassbar viel mehr Ideen und auch unfassbar viele Dinge, die ich auch schon irgendwo angepackt habe, die ich verwirklichen möchte. Und ob das die Bild- oder die Tonqualität ist oder der Umfang dieser Show. Alles soll auf jeden Fall größer, geiler, spaßiger werden. Und bis dahin müsste ich jetzt nur noch eine Abmoderation mit UP natürlich kennen und würde einfach jetzt mal sagen, ich freue mich, euch in der Abmacher-Show begrüßen zu dürfen. Haut rein!